Hallo und herzlich willkommen hier zu einem düsteren, dunklen Infovideo. Ja, denn Asche über mein Haupt, ich habe die letzten Tage auf der Couch verbracht. Was heißt die letzten Tage auf der Couch verbracht? Ich war halt unterwegs gewesen, jetzt zum Beispiel den Geburtstag meiner Mama und so. Und ich muss zugeben, ich war ziemlich frustriert gewesen, auch weil das halt mit dem PC alles jetzt nicht so funktioniert hat. Ihr habt es ja mitbekommen, dass Sims 4 elendig gestockt hat und Sims 3 ebenfalls. City Skylines funktioniert nach wie vor immer noch nicht. Und ja, das ist halt alles ein bisschen blöd, alles ein bisschen ärgerlich und da war ich halt ziemlich frustriert gewesen und habe nicht weiter im Voraus aufgenommen. Deswegen kamen jetzt auch die letzten zwei Tage, einschließlich diesen hier, weniger Videos als sonst, weil ich erst heute mich motiviert bekommen habe, mich wieder damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn man so wirklich Lust hat zu spielen und dann funktioniert das Spiel nicht so, wie man möchte. Und auch was SBS anging, ich hatte echt keine Lust, dieses Haus nachzubauen. Ich werde es auf jeden Fall machen, keine Sorge. Ich denke mal, es wird auch dieses Wochenende dann weitergehen mit SBS. Aber ich war mit den Nerven, was das angeht, ziemlich durch und hatte dann halt einfach keine Lust, mich da jedes Mal aufs Neue zu frustrieren. Bis zu Tag X. Ich habe heute Tag X erlebt, als ich die Kommentare durchging. Ich habe vor ein paar Tagen auf einen Kommentar von Wasam1 geantwortet. Und ja, ihr könnt es ja jetzt gerade lesen. Er oder sie, ich weiß es nicht genau, hatte die Idee, etwas an den Grafikeinstellungen zu ändern, also bei der Grafikkarte. Und ich fand das allein schon eine super Idee, als ich das gelesen habe. Und heute war halt der Tag, wo ich dachte, ja, du probierst es aus. Und liebe Leute, schenkt euch einen Drink ein. Es hat funktioniert. Ich bin unglaublich glücklich. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag, Vormittag damit verbracht, diverse Tests durchzuführen. Bis jetzt ist es zu keinem Absturz gekommen. Das Spiel läuft flüssig, also relativ flüssig. Ich habe die Grafikeinstellungen auch relativ weit hochgeschraubt, um auszuprobieren, wie weit es einfach funktioniert. Und der Weg, der Wasam beschreibt, also der funktioniert tatsächlich. Ich war so begeistert. Ich weiß gar nicht, wie ich Danke sagen soll. Das ist wirklich so unglaublich. Ich bin so happy. Ich habe Sims 3 auch ausprobiert gehabt. Und ja, es läuft einfach flüssig. Ich war bei den Darrows gewesen, bei dem wohl aufwendigsten Haus, was ich je gebaut habe. Ihr kennt ja die Winchester Mansion. Und die ist ja so vollgestopft, wisst ihr? Und ich habe dann extra probiert, da zu versuchen, das einfach da mal zu machen. Und es lief flüssig. Ich konnte durch die Nachbarschaft wandern, wie ich wollte. Ich konnte alles auf Geschwindigkeit 3 stellen. Es war alles ruckelfrei. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich die Tonprobleme bzw. dieses Abstürzen in den Griff bekommen habe. Ich weiß es nicht. So lange konnte ich nicht spielen, um es zu testen. Das werden wir jetzt in den Let's Plays merken, die jetzt wieder folgen werden. Aber ich bin wieder motiviert, Leute. Ich bin nicht mehr frustriert. Es ist so wunderschön. Party hard. Es ist so mega toll, Alter. Ich freue mich so ein cooler Keks. Und ja, ich hoffe, dass ihr mir meine Abwesenheit verzeihen könnt, weil ich war echt durch gewesen. Ich habe mich dann nur noch auf die Couch gesetzt und The Last of Us privat gezockt, weil ich dann echt dachte, nö, das geht nicht. Warum? Endlich habe ich Zeit, endlich habe ich Spaß und das funktioniert wieder alles nicht. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Aber jetzt bin ich mega glücklich. Wasam, vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Du bist mein persönlicher Held des Tages. Und ja, einfach ganz großes Dankeschön. Feiert bitte, Wasam, denn diese Person hat uns unser Spieleleben gerettet. Jedenfalls das, was auf meinem Kanal so läuft. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid jetzt top informiert. Wenn irgendjemand Fragen haben sollte, informiert die anderen bitte auch in den Kommentaren. Das wäre ganz, 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 ganz lieb. Einfach Hinweis auf das Video oder so. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play. Ich werde mich jetzt noch ranmachen, was aufzunehmen. Das heißt, heute können die Videos sehr, sehr spät kommen, aber ich versuche sie noch zu bringen. Und ja, dann wünsche ich schon mal eine schöne Woche. Wir hören uns und danke fürs Zuschauen. Tschüss.